Hallo und herzlich willkommen, mein Name ist Sorbin von Pixel Beef. Und im Test befindet sich weitestgehend mal wieder der Bobo Rosser, der auch wieder mal wieder aufnimmt und um mich herum rennt und du machst mich völlig nervös. Ah, guten Tag, wie geht's dir? Guten Tag. Das ist die sogenannte Michael Bay-Einstellung gewesen, als ich über den Rand bin. Das muss sein. Michael Bay, der macht immer solche Kamerafahrten um die Leute rum. Ah, okay. Guck, Bad Boys. Und ich möchte jetzt natürlich, wir haben eine neue Aufnahmesession, ja? Das heißt, wir nehmen heute wieder zum nächsten Mal die nächsten 4-5 Folgen auf. Und da muss, darf natürlich nicht fehlen, das Monster. Oh. So. Er darf nur eins pro Tag, ne? Nicht eins pro Video, deswegen macht er jetzt ein neues Monster auf. Ja, auch nicht pro Tag. Also ich trinke die ja nicht jeden Tag, obwohl, als wir das Hearthstone, das kann ich euch allen nicht, müssen wir noch mal ein bisschen Werbung machen für unseren Channel. Sowohl können wir euch natürlich die ganzen King of the Hills Videos empfehlen, aber natürlich auch das neue Projekt von Hearthstone, wo wir random Decks auswählen und uns gegenseitig bekämpfen mit Oldcore, einem Gast, ein Gast von uns, kann man bald schon sagen. Also Gast ist er. Wie kam ich denn hier raus jetzt, verdammt? Backspace, warte, so. Okay, aber das war nur mal im eigentlichen Sinne. Und wir wollen jetzt natürlich wieder weiterspielen. Und wir sind auf einem englischen Server und wir sind wieder mal am Tag oder sind endlich mal am Tag. Genau. Tür geht auf. Jetzt endlich sieht man mich ein bisschen mehr. Richtig. Ne? Ich nehme mit auf, falls mal Action-Szenen sind, wo man sagt, hey, sieht gut aus, könnte man vielleicht mal was mitmachen. Dann haben wir die. Kann man das wenigstens auch mal teilen, ja. Ja, also wir sind auf dem englischen Server, weil der deutsche mal wieder Nacht war, der EPM-Server. Genau, das wollen wir euch nicht. Aber es hat gereicht mit der Nachtsicht, ne? Das, denke, ja, das stimmt überein. Ja. Es war ein bisschen viel. Es sieht auch hier ein bisschen anders aus wie sonst. Ich schau mal eben, was eigentlich das Ziel ist. Wir sind woanders, ne? Allerdings, es geht woanders hin. Das Ziel ist Argios Dionysios. Ja, Dionysios. Ja. Ach, keine Ahnung, ist auch egal. Oder aber generell ist das Prinzip dasselbe, ja? Wir können uns wieder was kaufen. Ich gucke mal, man kann sich doch auch Waffen leihen, ne? Hast du gesagt. Man kann sie leihen, das kotzt aber ein bisschen, aber wenn wir jetzt nicht laufen, dann fliegt der Helikopter leider ab. Aber du hast mir eben erzählt, du hast 7500 Dollars. Moneys. Ja. Und ich finde, die beste Sache, die du kaufen kannst, ganz am Anfang, ist einen zweiten Perk-Slot. Man sieht unten rechts, ich habe FTGE und LNCR drin, das heißt Fatigue und Launcher. Launcher für den Raketenwerfer und Fatigue, damit ich mehr Stamina habe. Ich möchte aber ganz gerne erstmal eine andere Waffe haben. Die sind leider nicht empfehlenswert. Die Waffe, die du jetzt hast, die tut es vollkommen, bis du mir 6,5 mm kaufen kannst. Ja, aber wie teuer ist eine 6,5 mm Waffe? Wenn du sie bauerhaft haben willst, ein Stücke. Wenn du sie nur leihen willst, wahrscheinlich verlierst du. Das ist natürlich auch ein Stück, ja, ist natürlich. Ja, es ist eine Menge Geld. Ich Geld bin jetzt nicht mit einem Memory-Gedächtnis hier gesegnet. Du hast dich nicht informiert. Was sollen unsere Zuschauer von uns halten? Auf jeden Fall permanent kostet Zehntausende an Dollars. In dem Bereich sind wir jetzt. Ja, da kann ich schon mal was mit anfangen. Okay, also es ist teuer. Wirklich teuer. Gut. Du probierst sie nicht einfach mal ausprobieren, ist einmal mieten und dann okay. Oder du weißt, wie die Waffen sind, weil du sie vorher in Wasteland gespielt hast. Ja, das weiß ich. Das stimmt. Ja, natürlich, klar. Ja, und am besten, wie gesagt, wenn du dir so einen zweiten Slot kaufst für Fähigkeiten, dann das ist die beste Investition. Die brauchst du immer. Kann ich dann auch theoretisch einen Frostblitz schießen? Ja. Mage bist du dann. Nein, sind wir mal wieder ein bisschen, wir sind schon ein bisschen ernster. Wir sind schon da. Das ist die neue Stadt hier. Er landet hier. Ja, ist auch mal ganz, ist so ganz schön, dass man mal was anderes sehen. Obwohl wir von. Ah. Warum? Er sollte mal schneller landen. Oh mein Gott. Warum? Er hat ein bisschen lange gebraucht, ne? Ja, ich hätte. Jetzt fliegen wir langsam in die Stadt. Ja, aber schräg nach hinten hin. Was macht der für eine Scheiße? Und oh mein Gott, wir haben beschossen. Das geht nicht gut. Das geht auch nicht gut. Oh nein. Aussteigen. Bitte, überlebe! Ich hab's geschafft. Soldat! Ich bin tot. Ja, ich bin ein bisschen den Turm sag ich schon. Den. Es will mich einer. Die anderen beiden sind tot. Wir haben's geschafft, super. Pass auf, das Fahrzeug wird explodieren. Ich bin tot. Ich liege da. Aber irgendeiner versucht mich zu retten. Ah, ich seh's schon. Das ist gut. Der andere hat sich released gerade. Ich hab mich nicht dahin getraut, weil ich glaube, der. Was macht der denn so lange? Dauer,
Dauert das denn so lange? Ewig. Also um ein bisschen Deckung zu geben. Das ist nett. Okay, ich bin da. Ja, ich würde mich jetzt bedanken. Thank you, guy. Ja, wir sind wie gesagt auf einem UK-Server. Nein, ich. So, und jetzt ist natürlich das Ziel wieder, das Ganze hier zu halten. Ich habe von einem Community-Mitglied oder einem Abonnenten gehört, dass der sagt, Mensch, ich weiß ja gar nicht, worauf ihr schießt. Ich sehe nur alles Lichter und schlussendlich weiß ich trotzdem nicht, was ihr da macht. Das ist halt so. Ja, erstmal das und er kann auch mit dem Genre nicht so viel anfangen. Ah. Das ist der Oldcore, derweil mit mir Hearthstone oder der mir versucht, das Spiel ein wenig näher zu bringen. Allmählich klappt es ein bisschen besser. So, also dieses Fahrzeug, was runtergeholt hat, ne? Das wäre ein ideales Ziel für meinen Raketenwerfer, glaube ich. Also ich denke, dass es ein Fahrzeug ist. Sind wir denn schon in dem Feind? Oh ja, wir sind die ganze Zeit hier drin, ne? Man sieht unten rechts, dass wir drin sind. An dem weißen Viereck. Müssen wir auch schon. Ja, also ich möchte den unbedingt erwischen, der da oben schießt wie ein Irrer. Das ist immer ein großer Traum, ehrlich gesagt. Das ist natürlich sehr gefährlich. Hier ist sehr viel offene das Wiese ist vor uns. Das ist ja das Fahrzeug, ne? Oder was ist das? Das wird ein Fahrzeug sein, was da schießt. Ja. Ein 50-kalibriges MG. Wir pirschen uns mal so ein bisschen näher dran, ne? Ich glaube, die beste Idee, Tobias. Noch im Kreis, man sieht den Schützen. Ja, ich werde jetzt mal frontal drauf zugehen und du gehst ein bisschen weiter außen. Flankierst du rechts? Ja, ne? Das genau. Ist rechts, ne? Das wollte ich sagen. Oh, ich werde geschossen. Ich habe ihn erst auch noch nicht gesehen. Oder es täuscht. Es täuscht sehr gerne. Die Geräusche, die jagen einen sehr schön Angst ein. Wenn die Kugeln über dich rübergehen, machen die halt so ein Pitsch, Pitsch, Pitsch. Das ist halt das Geräusch, was eine fliegende Kugel macht. Der ist über der Straße hinaus. Ja, auf diesen Hügel oder hinter diesen Hügelkamm verborgen. Oder ist der auf dem Turm? Nee, das nicht mit, ja, so, mit so viel Munition. Nee, das kann ich eigentlich nicht. Ich höre den auch direkt vor mir. Ja, ich habe eine neue Soundkarte, wo ich es einstellen kann, dass man Schleichen besser hört. Finde ich ziemlich geil. Es schießt was auf mich. Ich habe ein Problem. Das ist ganz schön extrem. Ich gehe mal in den Turm rein. Ach, scheiße. Und gucke mal. Ich hatte einen Raketenwerfer aufgenommen. Und in dem Moment taucht ein Typ vor mir auf. Im ungünstigsten Augen. Ganz oben auf dem Berg. Du siehst ja, wo ich gestorben bin. Und der ist da oben auf der Bergspitze. Okay. Also vielleicht hast du eine Chance, den zu erlegen. Turm ist irgendwie so. Aber auf dem Turm scheint niemand zu sein. Hast du bis auf den Turm drauf? Kannst du ein bisschen in meine Richtung gucken, ein bisschen links von mir, von dir aus gesehen. Du guckst links schon genau richtig. Du guckst schon genau richtig, glaube ich. Da oben war der. Er könnte sich natürlich auch bewegt haben, ne? Ja. Ich muss mich mal eben selbst behandeln. Du kannst ruhig wieder spielen, denn ich werde jetzt für uns hier erstmal ein bisschen gucken, was ich machen kann. Okay. Wie dem auch sei, ich habe eine externe Soundkarte jetzt. Die eigentlich gar nicht schlecht ist. Musst du nicht filmen, aber musst du ersetzen, ne? Ja, durchaus. Das war echt nicht witzig. Schon traurig, dass es so. Es war so am Knacken. Ja, und es war tatsächlicherweise bei Amazon. Gab es auch einen, der das bemängelt hat? Mit einer Lösung? Ich bin tot. Und ich habe die Lösung da drunter geschrieben. Wait for a friendly spawn. Es hat mich einen Scharfschütze erlegt. Ja, ich komme zurück. Bist du wieder auf dem Weg? Ja, leider schon. Ich habe ihm gesagt, er sollte warten, weil ein Freund spawnt, aber er fliegt jetzt leider los. Ja, so sind wir getrennt. Das ist ja nicht schlimm. Ich gucke jetzt mal in der Zeit. Du meinst ein Pirk, soll ich? Ein Perk. 10.000 müsste der leider kosten. Was ist 10.000 kostet der? 10.000 ist Slot kostet. Da kannst du zwei gleichzeitig haben. Da gibt es auch sehr schöne und wichtige Sachen. Ja, einen Ingenieur habe ich als, aber Anlack sind 10.000. Genau. Ich habe ja noch keine 10.000. Das ist nicht so, als würdest du dann den nächsten Perk kaufen, sondern das schaltet nicht mit Level frei, sondern halt, dass du zwei gleichzeitig benutzen kannst. Und das ist halt ultra praktisch. Die beste Investition, die man früh tätigen kann. Ich warte jetzt mal, ob einer von den Kollegen, die hier sind, was kaufen oder was haben. Dann würde ich nichts kaufen wollen, denn ich würde nur einen Quad holen, weil ich ja
schlussendlich diese 10.000 ja. brauche. Ich will ja gerne Sanitäter sein. Das heißt, kann ich mir denn dann auch eine Sani-Engineer... Wenn du Sani bist, es gibt sowas in der Richtung, meine ich. Ah doch, warte mal. Ich bin ja... Ja, es gibt es. Tatsächlich. Das würde ich dann auch machen, weil ich meinen Beruf als Krankenpfleger... Ja, ich spiele den in solchen Spielen ja auch manchmal mal ganz gerne. So. Spiel, was du in deinem Leben tust. Ja, und ja, so zumindest in solchen Sachen. Da mache ich das schon ganz gerne. So, also ich kaufe jetzt einen. Wir wurden von extrem weit weg gesniped, bevor wir überhaupt zur Stadt kamen. Der ist in der Nähe hier gelandet. Und der Heckrotor ist. Nee, ich bin wieder entkommen, wie letztes Mal. Und der Typ, der hier gelandet ist, hat seinen Heckrotor zerlegt. Der startet jetzt wieder. Naja, da dreht sich jetzt freudig im Kreis. Oh Junge, ich will dich nicht mitnehmen. Nein, mitnehmen Gott, ist nice, ey. Du kriegst Punkte dafür. Damit solche Egos wie du auch mal was machen. Ich weiß ja gar nicht, ob der jetzt drauf hört. Wo muss ich denn jetzt langfahren? Du musstest das Straße? Ziel ja schon sehen. Es ist die große Straße, ja, und du hast, glaube ich, auch ein Icon schon. Ja, ich habe auf der 3D-Map habe ich was angezeigt bekommen. Das jetzt haben wir schon 11 Minuten aufgenommen und nichts geschissen bekommen. Das ist immer sehr gut. Ja, wir haben sehr viel geredet und ich meine, die Leute wollen unsere Stimmen hören. Ja, selbstverständlich. Also, ja. Ich denke über beides, ne? Man möchte ja, oder ich, also wenn ich in den Let's Play gucke und ich gucke die auch häufiger mal, dann gucke ich sie wegen beiden, ne? Also irgendein gewisser Faktor, der dabei sein sollte. Ein Spielfaktor und eventuellerweise die Stimme. Hab mich gestern noch tierisch über Let's Player aufgeregt, die Pressepässe haben, wo ich mir denke, was haben die? Wir sind momentan in der Gamescom-Woche und da denke ich mir, warum hat so einer gottverdammt einen Pressepass? Wir hätten uns ja auch richtig bemühen können, aber letztendlich gab's ja, aber da hat die ja... Genau, ja, aber ja. Schlussendlich ist es halt wirklich so, dass man da in der Hinsicht... Ja, weil finde ich nicht so dolle. Also ich habe auch gehört, dass jemand mit einer Firma leicht Presse... Ja, Tickets kriegt, auch. Ja. Wenn du da jemanden kennst, ne? Oder ich sag mal, ne? Hab einen Vater, der ist jetzt hoch in irgendeiner karitativen Einrichtung. Das ist sehr hoch, der könnte natürlich auch solche Karten bekommen. Ja. Ah, ich sehe meinen Feind. Ich glaube, der Typ ist ein bisschen abgefuckt. Weil ich hier so durch die Pampa fahre. Aber er ist auch Scharfschütze. Ich versuche nur für ihn einen passenden Ort zu finden. Trotzdem hat die Gamescom heute gerade eben das neue Addon von World of Warcraft den Release-Datum bekannt gegeben. Das ist der 13.11.2014. Ach, und ich werde Gamescom es natürlich kaufen. Ja? Und ich bin tierisch ein Fanboy von Blizzard-Spielen. Wie ihr es auf dem Channel seht, alles was mit Blizzard zu tun hat, das nehme ich schlussendlich auf. Und mache daraus was und mache das auch sehr gerne. Gott sei Dank ist der Oldcore, also der so ein bisschen Gast ist, denkt so ein bisschen dasselbe wie ich und mag das halt auch ganz gerne, dass wir somit manchmal auch was gemeinsam aufnehmen, weil du ja jetzt nicht so der Typ bist, der viel Blizzard-Spiele spielt. Nicht wirklich, ehrlich gesagt. Und wir haben es auch so abgemacht, dass wenn der andere etwas mal etwas anderes spielt, also der Chunt-Channel ist unser beides. Sollte es aber mal sein, dass es dass man mal mit Kollegen oder Bekannten was machen möchte, dann darf man das auch. Da ist nichts einzuwenden. Also wir haben dann immer mal Gastleute dabei, die sind aber bei uns in der Beschreibung auch als Gastsprecher drinne. Also bringt die auch frischen Wind. So, ich versuche jetzt mal irgendwo hier auszusteigen. Mein Scheiß Quad ist kaputt. Das ist natürlich doof, dass wir jetzt getrennt spielen. Das fuckt mich ja gerade ein bisschen ab. Ich bin auch die ganze Zeit dabei, jemanden zu beschießen, der jemand anderen retten will. Aber meine Waffe ist dafür nicht ausgelegt, auf 400, 600 Meter Entfernung zu schießen. Das merkt man hier schon. Wo? Du bist aber in der Stadt, ne? Ich bin nicht ganz in der Stadt, ehrlich gesagt. Ich bin ein bisschen außerhalb. Wir haben Fehler gemacht, uns in Gruppe, ja. Genau. Wenn wir da gleich mal Zeit für haben, dann machen wir das auf jeden Fall. Dann sehen wir nämlich, weil ich sehe, welche auf den 3D-Hub oder auf unseren, auf der ganzen Sache. Ich finde, der Server hier läuft auch extrem gut. Muss ich jetzt mal zugeben. Die Frames sind wunderbar. Also der UK-Server hier.
Wie war sein Name? Da seht ihr den Namen sogar. Der läuft wunderbar. Ja, man muss auch ein bisschen Credit geben den Server, wenn sie gut laufen, ne? Ja, definitiv. Und ob es nun jetzt deutschsprachig ist oder englischsprachig, ist für mich jetzt auch nicht so das Manko, ehrlich gesagt. So, es sind Leute von unserem Team tatsächlich auch hier mit bei. Das bist allerdings momentan noch nicht du. Ja, ich lieg wirklich ein bisschen weiter oben auf dem Hügel und schieß über die Stadt rüber. Und bin mir auch nicht sicher, was für eine Meterentfernung das alles ist. Ich guck mal eben in dem Player-Inventar, mache eine Group auf und werde dich jetzt mal versuchen, eben fix einzuladen. Das ist nett. Invite. Ich hab's gemacht, guck mal gleich, ob du da was findest. Wenn du denn dann gleich ein bisschen Zeit hast. So, und dann werden wir mal weiter gucken. Es sind hinten auch ganz viele Leute. Das sind ganz viele, wo ich hinziele. Die sind so 600 Meter weit entfernt. Hast du gemacht? Ja. Voll mit dir. Richtig denn noch? Angeblich habe ich akzeptiert. Wo bin ich denn? Also ich bin ja aus der Richtung, wo wir herkommen, quasi in Richtung unserer Basis auf dem Hügel. Bobo Rossa, da bist du. Ach, du bist hinter mir. Ich bin voll drinne. Okay. Ja, okay. Ja, jetzt sehe ich dich. Tatsächlich. Ich finde das hubmäßig in der Sache manchmal ein bisschen schlecht, weil du hast nur so einen kleinen weißen Pfeil. Der nervt mich manchmal doch ziemlich. Ist nicht stark genug, ne? Manchmal nicht, nee. Und dass wir diesen HUD überhaupt haben, das ist ja schon Luxus für eine Militärsimulation, ja, ne? Für Armor auf jeden Fall. Also ich bin immer noch hier in der Base mittendrin. Jawohl, genau. Redet mit allen in dem scheiß Channel, ey. Ja, das ist mal super. Sowas hast du immer. Wir werden auch demnächst mal hier Dingsterbumster wollten wir ja mal aufnehmen, oder? Hier dieses Breaking Point. Breaking Point. Oh ja, da hätte ich auch Interesse dran, ne? Ja, da hat man uns bekannt gegeben, dass man doch ganz, das wäre doch mal auch ganz nett, wenn wir das auch mal zeigen würden. Und man muss sagen, das werden wir tun. Oh, das werden wir auch jetzt mal irgendwann mal aufnehmen. Denn ich habe nämlich jetzt auch wieder ein bisschen frei. Endlich mal wieder, ne? Ja. Noch andere Dinge als arbeiten. Tatsächlich, aber ach, nee, das bin ich ja, weiß Gott, nicht tot. Dort. Man hat mich tatsächlich mal gefunden und erledigt. Ich habe mich auch derweil tatsächlicherweise an einem Online-Portal beworben, auf erst einmal freiwillige Art und Weise ein paar Berichte zu schreiben. Muss ich ehrlich gestehen. Habe ich mal so gemacht, habe ich hier News? Noch... Ja, genau. Für News. Ich bin ja ein totaler Fan von News und ich lese viel. Natürlich muss ich dann ein wenig an meine Rechtschreibung feilen. Also zumindest das Add-on davon dazu. Ja, zumindest was zu schreiben. Aber da brauchst du natürlich noch mehr als eine richtige Schreibweise auch, ne? Genau, man muss ja schon. Genau. Ausdrucksweise. Ich finde keinen Arsch. Also da sind ganz viele oben auf diesem komischen Hügel, wo wir auch hingelaufen sind. Ich habe übrigens kein Fahrzeug gesehen. Vielleicht ist es was auch gar keins. Ich würde mich mal wundern bei dem Salven. Ja, jetzt bin ich tot. Das kann doch nicht sein. Du bist tot und ich bin wieder auf dem Weg zur Stadt. Das ist natürlich doof jetzt. Ja, wir werden aber noch ein bisschen aufnehmen. Wir sind zwar schon bei 18 Minuten, allerdings es ist die erste Folge wieder. Und bei der ersten Folge macht man immer nichts. Oh, ich krieg gerade eine Menge Kill-Assists, also ich habe da viele Leute unter Feuer gesetzt. Hat nicht so viel Spaß da oben. Auch wenn ich relativ ungenau da zugange ging. Ich hab, dafür kann ich auch mit dem Tanken den größten Teil setzen. Das ist ja von dem Gothic-Macher. Das ist richtig, ne? Richtig Gothic auch, aber performance-mäßig auch durchweg akzeptabel. Das ist ja meine alten Leiche, jetzt kann ich sogar noch meine Munition wieder aufheben. Praktisch. Jetzt muss ich wieder ein Auto kaufen. Sieht so aus. Um in diese abgefuckte Stadt zu kommen und dann wieder nichts zu kriegen. Fährt kein Bus, ne? Ja, das wäre da. Das wäre da. Gut, ich kaufe mir jetzt wieder einen Buggy. Der ist nämlich der günstigste. Und wie wir ja gerade schon gelernt haben, brauchen wir 10.000, um diese Perk freizuschalten. Hier ist doch ein Heli, wer hat den denn gekauft? Oder steht der einfach immer mal hier? Ne, der steht immer ein großer, ne? Ja. Den kannst du auch fliegen. Ja. Wenn die
alle sterben wollen, dann Also den darfst du auch fliegen, sag ich jetzt mal. Ja, das darf ich auch, das stimmt. So, ich komme jetzt mal nach dir hin. Geflogen? Nee, gefahren. Wenn ich fliege, bin ich sofort tot. Wenn ich so das mache, dann ist die Wahrscheinlichkeit Chance, ne? Genau, ist auf jeden Fall noch da, dass ich das Ganze schaffe. Auch nur die Wahrscheinlichkeit? Ich meine, das ist ja noch ein Auto. Ja. Ich crashe auch immer die Autos. Mein Job. Wir haben ja momentan ja auch Abo-Zuwachs, ne? Wir haben immer Abo-Zuwachs, Tobias. Ja, aber es ist, wir hatten ja in der letzten Zeit mal so ein bisschen Pause, da stagnierte das auch sofort. Und ich habe mir auch jetzt sagen lassen von größeren YouTubern, dass man tatsächlicherweise auch kontinuierlich was bringen muss, was natürlich auch interessant sein muss. Also, wenn ich mir den ganzen Tag irgendwelche komischen Let's Plays mache und dabei das alles irgendwie nicht so richtig kann und vielleicht auch nicht so richtig reden kann oder keine Ahnung, dann wird es natürlich schwer, aber ja, es macht uns Spaß und ja, es läuft. Ja, ich denke, wir sind auch zu größeren Teilen sehenswert. Ja, also ich hab auf jeden Fall nichts anderes gehört. Bis jetzt hat man eigentlich durchweg Positives, natürlich kam auch mal ein bisschen Kritik, aber die war auch okay. Also das war jetzt nicht so ein, du kannst ja gar nichts, sondern das war sehr, sehr gute Kritik. Ja, es war wirklich gute Kritik gewesen. Wo man echt was mit anfangen konnte, was man vielleicht hätte anders machen sollen. Bei Hearthstone hat man mir gesagt, bitte erwähne nicht, dass du das Spiel eigentlich gar nicht magst und es trotzdem spielst. Im Endeffekt muss ich sagen, jo, stimmt, hätte ich nicht sagen sollen, aber ich bin manchmal auch ein bisschen ehrlich. Ja. Jetzt, da hinten fliegt der Hubschrauber, ich werd verrückt, ey. Man muss ja nicht ein Pro sein mit allem, was man tut, oder? Nee, obwohl man also einen gewissen Ehrgeiz bei Hearthstone habe ich. Weil man merkt einfach, umso länger man das spielt und umso mehr man sich mit den Decks ein wenig auseinandersetzt oder befasst, dann macht es auch richtig Spaß. Also wir haben diese wahlweise Decks, die wir uns einfach so frei Schnauze zusammengestellt haben. Das hat richtig gebockt, die Nacht. Das muss man einfach mal so sagen. Er hatte doch richtig Spaß, hat man im Video gemerkt. Ihr müsst euch das angucken. Ja, und Werbung. Es ist super geil gewesen. Und den nächsten Tag auch noch aufgewacht und dachte mir so, was, wie geil war das denn? Und es sind weitere 5 Folgen, die ich fertig mache. Die nächste erscheint, da läuft die Folge, glaube ich, noch nicht. Da erscheint die nächste Hearthstone-Folge. Und wir haben es jetzt auch geschissen bekommen. Szenario-Dingsterbums dazu laufen zu kriegen. Und auch davon werden wir jetzt bald was ausmachen. Nur ganz schon mal vorab. Wir haben nur jetzt uns mit bei King of the Hill entschieden, weil wir King of the Hill natürlich auch jetzt brauchen, weil wir davon nichts mehr hatten. Also machen wir das erstmal. Regelmäßigkeit, wie ihr gehört habt. Genau, die Regelmäßigkeit. So, wo bist du denn jetzt? Ich bin ja mitten in der Stadt, glaube ich. Ja, ich sehe das. Ich bin unter Feuer von einem Panzer aus weiter Entfernung und liege hinter einem Hügel oder hinter einem Felsen. Ich habe ja schon wieder ein paar Leute weggesniped. Hat Spaß gemacht. Aber der Panzer ist ein Problem. Der ist, keine Ahnung, auf 1000 Meter Entfernung oder so und sniped hier mit einer scheiß Infrarotkamera. Das ist ja nett von ihm. Er schießt wieder auf mich. Schießt auch wieder was auf mich. Ich habe mir jetzt mal eine andere Waffe. Kann ich meine Waffe mit einem Zielfernrohr ausstatten? Weil ich habe jetzt von einem Typen eine Waffe gesnackt, der hat einen Visier drauf. Aber auch diese musst du dann für diese Waffe kaufen. Nur für die Waffe werden die gekauft. Oder die. Ja, aber das ist ja dann nicht so teuer, oder? Wenn ich da jetzt so ein Visier auch drauf habe. Ist auch relativ kostspielig. Echt? Bestimmt halb so viel wie die Waffe selbst. Ich finde ein Visier finde ich ja schon wichtig. Ja, ich hab sehr lange ohne Visier rumgekrüppelt, bis ich die 6,5mm Waffe hatte. Die hat ein besseres Kaliber, auf die würde ich warten. So, ich werde jetzt mal nach dir kommen und wenn wir dann nachher Ich komme lieber zu dir runter, weil hier oben ist gefährlich. Ich versuche hier zu fliehen. Gut, und ich würde daher sagen, wir machen hier jetzt einen Folgenstopp und wir sehen uns dann gleich wieder, wenn wir tatsächlicherweise wieder vereint sind. Wenn wir das hinkriegen, ja. Ja, ich warte hier mal einfach. Und die Schüsse galten tatsächlich mir, die sind hinter mir explodiert. Ah, ich bin bei dir, glaube ich. Ja. Jawohl, dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dahin, alles Gute. GG, euer Sorbin und euer Barbarossa. Das muss immer noch schneller kommen. Bis dahin, alles Gute, ciao.